Hallo und herzlich willkommen zurück zum Motorsportmanager hier bei Pyrox Games. Wir haben das letzte Mal unseren ersten Grand Prix beendet, den Grand Prix am Schwarzen Meer, und sind tatsächlich zur Überraschung nicht letzter geworden, sondern wir haben uns auf Platz 13 und 15 einsortiert. Ich finde, das ist eine hervorragende Leistung für so ein, ich sage es tatsächlich mal, für so ein schlechtes Team, weil es fehlt ja echt noch an allem. Es fehlt am Auto, am Fahrer, an den Ingenieuren und so weiter. Und wir sind aber auch schon direkt in der Vorbereitung für das nächste Rennen. Das wird in 24 Tagen stattfinden. Das ist der große Preis von München. Und bis dahin gilt es noch einiges zu tun. Wir brauchen neue Teile, neues Material, neu alles. Einmal bitte. Und da gehen wir direkt rein. Und werden uns jetzt hier mal so ein bisschen die ganzen Dinger hier abfrühstücken. Das eine wäre die Boxenmannschaft. Die könnten wir jetzt hier als ermüdete Mannschaft auswechseln. Das lassen wir jetzt aber, weil die sind jetzt noch nicht sonderlich müde. Das ist zwar jetzt ein gewisses Maß an Fehlertoleranz, was dazu kommt. Hier 0,1, 0,2. Aber das Risiko nehme ich tatsächlich billigend in Kauf. Weil, seien wir mal ehrlich, die anderen, die Ausgeruhten, haben tatsächlich sogar noch eine höhere Fehlerquote. Also können wir das ruhig so lassen. Ansonsten haben wir hier unseren Rennmechaniker, nein, den Chefingenieur, den wir haben wollen. Das wäre einmal der Houston Woods oder der Ken Obi. Und wir haben jetzt hier für Ken Obi noch einen Tag Frist, um den Vertrag anzunehmen oder nicht. Genauso für den Houston Woods. Und da gucken wir uns jetzt nochmal kurz an, was wir da ausgehandelt haben. Und zwar Ken Obi hat 57.000 Kosten pro Rennen. Dickes Handgeld, eine hohe Rennprämie, okay. Und der Houston Woods hat 102.000, also doppelt so teuer. Ansonsten alles relativ klar. Und dann ist die Frage, der Unterschied ist tatsächlich hier bei diesen bekannten Komponenten, weil jeder Mechaniker, jeder Ingenieur bringt schon mal so eine Komponente mit. Und ist natürlich hier auch bei den Grundwerten deutlich besser. Und was hat der hier? Bauzeit minus 1 als Bonus-Ding, was er mitbringt, was man immer einbauen kann tatsächlich. Ansonsten erst nur bei den legendären. Reparaturzeit bei Boxenstopp minus 3 Sekunden. Und der Ken Obi ist von den Grundwerten her deutlich schlechter, hat aber hier als Bonus Zuverlässigkeit plus 25% und kann aber eine zusätzliche großartige Komponente verwenden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich tendiere tatsächlich für den doch etwas teureren. Ich weiß nicht, was er kann, aber ich glaube, wir nehmen den Houston Woods, auch wenn er teurer ist, weil der einfach bessere Grundwerte hier hat. Also der kann das einfach deutlich besser. Dann nehmen wir den einfach mal und gucken mal und hoffen, dass wir da jetzt Glück haben. Können den ja jetzt mal einstellen. So, Chefingenieur, okay. Dann bezahlen wir das Handgeld und haben ihn einmal eingestellt. Jetzt können wir direkt einmal gucken, ob sich das gelohnt hat und werden uns einen neuen Motor entwickeln, weil das ist ja das Wichtigste, das Kernstück. Ohne guten Motor wird das nichts. Und was haben wir jetzt hier gekriegt? Höchstgeschwindigkeit plus 25, Treibstoffeffizienz verbessert, okay. Ach, da hat sich jetzt gar nichts dran geändert. Das ist ja toll. Das heißt also, wir haben jetzt tatsächlich hier dieses Risikolevel, was wir hier haben. Und das heißt, wir können den Motor im Endeffekt gar nicht verbessern. Das ist nicht so toll. Das ist ja echt klasse. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich den Houston Woods einfach wieder rauswerfe und dann doch den Ken Obi dafür nehme. Weil, ganz ehrlich, Risikolevel plus 1. Der entwickelt aber den besseren Motor, ne? Das ist aber. Wir machen das jetzt einfach mal. Und wir nehmen jetzt einfach. Genau, wir machen das jetzt einfach. Wir nehmen jetzt hier. Wir behalten den Houston Woods, genau. Wir behalten den Houston Woods. Und werden jetzt hier die Treibstoffeffizienz verbessern. Vielleicht haben wir irgendwann nochmal Glück und haben irgendwo was, wo wir das Risikolevel minus 1 bekommen. Das wäre natürlich total cool. Aber deswegen nehmen wir jetzt hier erstmal den hier rein und bauen jetzt erstmal den Motor. So, das machen wir so.
Und wir werden dann leider das Angebot für Kenobi zurückziehen. Jawohl. Und die wägen hier noch ab. Das ist okay. Und dann haben wir hier noch ein paar Nachrichten bekommen. Das fängt an hier unten. Hier, Update zum Fahrzeugzustand. Also wir hatten im Rennen knapp minus 50% Teileverschleiß. Okay. Und wir haben eine Interviewanfrage. Oh ja, Interviewanfrage ist immer gut. Das war Ihr erstes volles Rennwochenende als Leiter eines European Racing Series Team. Wie fühlen Sie sich? Großartig, es war ein wunderbares Wochenende. Oder ich bin mit dem Wochenende ganz zufrieden, aber meine Arbeit hat erst begonnen. Ich bin sehr enttäuscht von diesem Wochenende. Wir haben als Team so viel mehr zu bieten. Wir machen hier mit dem, ich bin mit dem Wochenende ganz zufrieden. Gibt keinen positiven oder einen negativen Effekt. Okay. Die Boxenstopp-Bilanz ist der schnellste Boxenstopp waren 15 Sekunden. 4 Boxenstopp geführt. Und alles lief fehlerfrei. So, das ist gut. Das ist nochmal der hart erkämpfte Sieg. Das interessiert uns nicht. Houston Woods hat den Vertrag angenommen. Okay, dann jawohl, er ist da. Und die Nachricht, neuer Chefingenieur für Pyrox Racing, nämlich der Houston Woods. Okay, das ist gut. Das freut mich. Das heißt, wir haben da zumindest jetzt schon mal einen guten Chefingenieur. Super. Dann hoffen wir, dass unsere Rennmechaniker da auch noch irgendwie mit beikommen. Die Fahrer könnten wir uns tatsächlich auch noch mal überlegen. Aber erstmal werden wir uns noch um unser Auto kümmern. Achso, das ist natürlich auch noch so nach, das fällt mir gerade ein. Jedes Mal nach jedem Rennen, weil die Teile ja verschleißen, werden die erstmal repariert. Das dauert jetzt immer so ein bisschen, nämlich so ein, zwei Tage. Und dann kriegt man quasi dann die Teile und kann die dann wieder verbessern. Und wir haben, wann haben wir denn hier? Motorentwicklung ist in 2 Wochen fertig. Okay. Und das heißt, wir starten jetzt mal und werden jetzt tatsächlich noch ein zweites. Ach so, der Vertrag sieht gut aus. Oh, okay. Das ist ja schön. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich hier schauen. Die Becky Kitagawa ist jetzt da und die werden wir jetzt einfach mal einstellen, weil wir wollen ja so oder so die beiden da irgendwie rauskegeln. Und dann hauen wir die jetzt mal auf den Kopf. Zack. Und haben die und werden dann, können dann jetzt nämlich hier bei der. Achso, das ist noch nicht fertig repariert. Okay. Dann ist der Vertrag unterzeichnet. Sehr schön. Ich freue mich darauf, mir das Fahrzeug vorzuknüpfen. Okay. Und nochmal die News, dass wir sie uns geschnappt haben. Und wir haben hier jetzt tatsächlich einen Sponsorenangebot. Das werden wir uns aber gleich erst angucken, denn wir holen uns jetzt erstmal noch den zweiten. Wenn wir dann den Tag kommen, die Fahrzeugreparatur ist nämlich auch zu Ende. Und jetzt. Ah, sehr gut. Der Süle will auch. Den stellen wir dann auch direkt mal ein. Wir werden da jetzt mal definitiv ihn jetzt einstellen und dann haben wir auch zwei super tolle Rennmechaniker. Gut, die sind natürlich auch echt ganz schön teuer, muss ich wirklich sagen. Aber okay, so ist das. So, Vertrag ist unterzeichnet. Aber ich erhoffe mir an der Stelle, dass wir da jetzt deutlich bessere Sachen bekommen. Also wir haben jetzt hier die Zuverlässigkeit, wenn wir die jetzt verbessern. Das ist okay. Also wir verbessern hier jetzt erstmal nur die Zuverlässigkeit, damit wir dann die Teile auch wirklich ganz gut gebrauchen können im nächsten Rennen und das andere kommt danach. Dann haben wir ein Sponsorenangebot. 16. oder besser. Und wir haben eine Vorauszahlung von 1 Million. 1 Million für 10 Rennen, das heißt einmal die komplette Saison, 16. oder besser werden, kriegen wir, glaube ich, hin. Das heißt, wir nehmen den Vertrag jetzt mal an, bekommen dafür jetzt 1 Million. Das boostet natürlich ganz ordentlich. Und hier hätten wir 12., 8. oder besser. Das ist vollkommen unrealistisch. Und die Prämie wird auch nur dann ausgeschüttet, wenn wir das Ganze haben. Also, nee, lassen wir das Ganze lieber. Und wir können nochmal in unserem HQ nachgucken, ob wir vielleicht nochmal das eine oder andere noch verbessern. Weil 8 Millionen ausgeben, ich glaube tatsächlich. Wir warten damit erstmal noch. Also wir machen erstmal weiter. Und man hört im Hintergrund, kommen dann auch schon wieder irgendwelche Nachrichten rein.
Da werden wir uns gleich mal angucken, was es... Ah, Sponsorenangebote, okay. Ah, die können wir uns gleich auch noch in aller Ruhe angucken. Jetzt entwickeln wir erstmal den Motor zu Ende. Das heißt, den haben wir jetzt schon mal fertig. Das ist sehr gut. Und können diesen direkt auch gleich mal in der Zuverlässigkeit verbessern. Weil der ist um einiges. Es ist so oder so ist der schon besser als der, den wir jetzt haben. Und den würde ich tatsächlich gerne jetzt dann im nächsten Rennen auch schon einsetzen. Weil mit Leistung 15 im Vergleich zu 0 oder 1 ist natürlich schon deutlicher Unterschied. Also da jetzt mal hochpushen. Außerdem hat er eine verbesserte Treibstoffeffizienz. Das ist sehr cool. Wir werden dann jetzt aber noch einen zweiten neuen Motor machen. Wir werden auch hier die Treibstoffeffizienz verbessern. Und dann dieses Upgrade hier reinbauen mit Höchstgeschwindigkeit plus 15 auf einem Maximum und noch sowieso die Grundmaximalgeschwindigkeit ist plus 20. Das ist sehr, 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 sehr gut. Aber hier sind auch schon wieder überall Risikolevel plus 1. Risikolevel plus 1, das gefällt mir nicht. Aber gut, wir werden diese Saison damit leben müssen, dass das so ist und werden jetzt mal das Ganze bauen. Ist zwar immer teuer, aber okay, wer gewinnen will, der muss halt leiden. So, wir haben Sponsorenangebote für dieses hier. Was haben wir denn? Wir haben eine Vorauszahlung für 8 Rennen bei 500.000. Okay, nein. Dann haben wir hier über 4 Rennen 450.000 bekommen wir. 85.000 pro Rennen. Ich glaube tatsächlich, das ist gar kein schlechtes Angebot, weil es sind auch nur über 4 Rennen. Das sind, jetzt muss ich rechnen hier, 160, 170.000, 340.000 on top, 340, 790, also knapp 800.000 Euro bekommen wir durch diesen Vertrag und bei dem Vertrag bekommen wir zwar insgesamt 900.000, aber über einen längeren Zeitraum. Das heißt, wir kriegen hier nach 4 Rennen, haben wir den Vertrag raus und haben dann mehr rausgezogen, das passt. So, den Sponsor krallen wir uns direkt. Was haben wir hier für einen? Für 10 Rennen feste Zahlung pro Rennen. Und er zahlt 200. Wir warten da auch nochmal ab. Vielleicht holt sich da ja noch was. Das gucken wir dann nochmal. So, der Motor ist jetzt dann entwickelt. Die Treibstoffeffizienz ist okay. Dann warten wir ab und gucken mal, was passiert. Ah, jetzt kommen neue Rennveranstaltungen. Es gibt natürlich außerhalb unserer Rennen gibt es natürlich auch immer noch neue Rennen, die in anderen Serien gefahren werden. Und da sind wir natürlich dann quasi ja außen vor. Aber so, wir haben neue Nachrichten. Nämlich, wir haben hier einen Rundenrekord, liegt bei bla bla bla. Gute Aufhängung brauchen wir. Reifenmischung haben wir weich und mittel, recht schroffer Belag. Okay, das heißt also eine relativ hohe Reifenabnutzung. Okay, die Telemetriestationen, sagen Sie, dass wir die vielleicht investieren könnten? Ja, aber nein. Ja, aber nein. Das findet nicht statt. Sehr gut, wir sind hier schon bei 57%. Vielleicht schaffen wir das noch im Rennen. Die ist tatsächlich gerade besser dafür geeignet. Nicht viel, aber ein bisschen. Also vielleicht schaffen wir tatsächlich den Motor bis zum Rennen noch auf einen adäquaten Prozentsatz zu bekommen. Und dann werde ich tatsächlich auch nochmal nach einem neuen Fahrer suchen. Ich glaube, das sollten wir nämlich auch nochmal tun. Das haben wir jetzt hier. Der Gatto, okay, irgendwer hört auf. Was haben wir hier? Der absolute Favorit des Rennens ist Edda Jönsdottir. Okay. Ja gut, das passiert. Wir haben auch noch, Sponsoren, sogar mehrere. Zielposition, zweiter oder besser? Nein. Wir werden mit Sicherheit nicht zweiter werden. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir ja noch... Ach, hier ist noch ein neues reingetrudelt. Neunter oder besser. Aber
Wir haben hier Zielposition 9. oder besser. Okay, aber kriegen 750.000 Euro dafür. Das ist okay. Tatsächlich nehmen wir den, weil das werden wir nicht haben. Wir nehmen immer den anderen Prämien hier mit 16. oder besser. Wir werden mal gucken, ob wir dann gegebenenfalls vielleicht noch einen besseren Sponsor da rausholen können. Das werden wir dann aber sehen. So, jetzt sind wir aber auch schon kurz davor, nach München aufzubrechen. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, unseren Motor noch nach oben zu schrauben. Das ist sehr, sehr gut. Gut, die Bremsen sind jetzt natürlich echt nicht so toll, aber okay, das ist jetzt erstmal weniger dramatisch. Wir bauen jetzt die Teile schon mal ein. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, und das werde ich auch so jetzt quasi auch umsetzen, dass Faith Anthony wird mehr oder weniger tatsächlich Nummer 1 Fahrer werden, weil erstaunlicherweise oder erschreckenderweise, die fährt tatsächlich besser. Ich habe ja jetzt schon ein paar Saisons durchgemacht und die fährt wirklich besser als der André Gomez. Den will ich nämlich nur austauschen. Deswegen kriegt sie jetzt die besseren Bremsen und den besseren Motor. Genau. Und dann sind wir jetzt nämlich dabei, einen Sponsor auszuwählen. Da werden wir ja, uns Russ Jett holen. Die Teile installiert haben wir gerade auch schon alle. Ja. Ja, haben wir. Okay. Und dann ist es für uns Zeit, nach München aufzubrechen und dort den nächsten Grand Prix zu fahren. Das wiederum werden wir aber dann tatsächlich erst beim nächsten Mal machen, wenn es wieder heißt Let's Play Motorsport Manager. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch einfach einen Daumen da. Ihr kennt das Ganze, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht habt, wenn ihr dann entsprechend wissen wollt, wenn das dann weitergeht oder es vielleicht auch ein paar neue Let's Plays gibt, denn davon kommen auch noch welche. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann zum Rennen zum großen Preis von München geht. Und bis dahin verabschiede ich mich bei euch und sage ciao.